Ja, das war nämlich hallo und herzlich willkommen. Ja, ich höre dich. Was, Moin. Ja, was haben wir jetzt vor? Was wir vorhaben? Ja. Balomir. Also Balomir. Okay. Balomir Nummer. Das siehst du dann. Okay. Lass dich überraschen. Du kannst doch diese komischen Hornkäfer aus Japan. Diese... Ich würde gerne noch mal ein paar Embermans machen. Ja. Oder ein paar Creeps? Creeps? Wie auch immer sie heißen. Ich würde gerne meine Waffen noch mal ein bisschen upgraden. Achso. Achso, ich muss meinen Loadout noch ändern. Und damit das ist jetzt das Licht 4 oder was? Ja. Ja. Und das schaffen wir. Das hat nur 3 Runden. Hat ist eine Stufe weniger. Achso. Es ist kein 9er, ist ein 8er. Das macht es irgendwie nicht so viel besser. Ja. Ach, was? Ich nehme mal meine Axt. Sind denn gibt's Weapon Mods? Hä? Weapon Mods? Ja, klar. Okay. Ich habe nämlich noch keine, deswegen. Nee, das musst du Mastery leveln. Was? Okay. Dann schaltest du die Mods frei. Mhm. Oh. Also, ich finde ihn cool. Er ist. Ist jetzt langsamer. Der Gegenteil von dem anderen, ne? Genau. Wobei er auch eher aussieht wie Schatten, aber er hat sehr schöne Fähigkeiten. Aber ich sag nicht mehr, guckt's euch an und findet selber raus. Ja. Er ist ein dicker Käfer. Da hinten ist er auch schon. Er hat, Was ist das für das Riesenvieh? Ich hab schon gesagt, ein dicker Käfer ist das. Der leuchtet so schön! Ja, du wolltest nicht zurückkehren. Tja. Vulva? Ja. Was, Vulva? Ach, dann. Was du wieder verstehst. Steine! Ja, er guckt dich schon an. Das sind seine Steine. Das sind seine Steine. Nein. Das sind meine. Nein, gleich sind es meine. Er guckt schon. Na dann. Ich bin fertig. Ich wollte eigentlich schon draufschießen, aber irgendwie. Zu weit weg noch. Ups, ich bin verdrückt. So. Cool. Teleporter. Und diese kleinen Kugeln machen auch Aua. Ich dachte, wolltest du... Aha. Und das sind die großen Dinge, die Aua machen. Sind das, Minions, oder? Ja. Okay, also die Platten machen wieder was? Oh, okay. Besser ist es. Oh, das sieht cool aus. Er ist schön, ne? Ja. Achtung! Ah! Oh, fein. Also er hat ja so durchsichtige Teile und überall da, wo die durchsichtigen Teile sind, kann er auch Laser raus. Was war das Beste? Ein Papaum? Siehst du diesen grünen Kristall? Schnapp dir den mal. Und dann ran und dann renn raus. Das ist ein Regeneration Orb, ja. Ja. Ja, wenn ich da draus kommen würde. Ohne dabei drauf zu gehen. Der Schwanz leuchtet jetzt gerade, das ist explodiert. Und er hat auch noch einen roten Kristall. Und dann machst du mehr Damage. Ah! Ich liebe Axt so sehr. Was? Ich liebe Axt so sehr. Da hinten? Okay. Oh oh. Ja, können die uns? Keine Ahnung. Was macht der Lila-Kristall denn? Das da. Boom!
Ich beantworte nicht ganz meine Frage. Weiß ich gerade nicht mehr. Mach dir es gleich. Ach, immunes Schutzschild. Kristallkugel. Ah, ja, dann geht's. Weil er kann das nämlich auch machen, diese Kristall, so ein Kristall um sich rum, den muss man dann kaputt hauen. Au. Laser. Fire and my laser. Und wie gesagt, sobald er anfängt zu leuchten, weg, weil er sich dann wegportet, also jetzt. Und dann macht es auch Schaden, wenn er zu nah dran ist. Ja, wie immer. Also. Oh, die Laser oben. Wow. Jetzt sind noch ein paar Kristalle mehr da. Hm. Tipps auf ein paar von denen. Oh ja. Toll. Toll. Sind sie gerade am despawn? Ja, da muss man schnell sein bei den Kristallen. Was, wenn sie so nett macht, die Bäume kaputt. Kristall. Aua, fuck. Oh. Aber er ist zumindest mal schwerfälliger als der andere. Ja. Das finde ich ganz cool. Kristalle. Ja, ich bin so gespannt. Nein! Ich habe das Gefühl. Was hast du. Wie spawnst du die Attack-Dinge? Es ist das Kristallding, guck mir oben, guck. Da müssen wir durchkloppen. Michael? Ha? Wie spawnst du die Dinge? Die spawn ich was? Die Dinge. Das ist passiv. Ja, wovon? Damage. Wovon? Muss ja irgendein Kupferteil sein, oder nicht? Ist eine Rune, die drin ist. So, ja, okay. So geschmolzenes Herz nennt sich das. Okay, das ist das, was ich wissen wollte. Deswegen sag ich dir's. Bam! Oh, ich liebe Axt so sehr. Ah. Oh, Kristall. Arschputz wieder. Also in der Rüstung. Ein Kopf ist staggerbar. Ja. Fuck. Ich glaube, er gefordert. Ist es. Nehmen wir noch einen Hund auf seinen Kopf. Oh, Laser. Fire mal Laser. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. Uff. Uff! Uff! Irgendwer muss doch kurz seinen Kopf gestaggert fliegen. Ich weiß auch nicht, jetzt ist mein Part! Jawohl, sehr schön. Ja, ich weiß, es ist komplett mein Part. Und Port. Port. Ganz weg Port, oder? Ja. Das war Phase 1. Quasi. Aber ich mag ihn, ich finde ihn echt cool. Also ich finde ihn auch ganz cool. Hat was. Da, rechts ist, von uns. Und er ist halt auch leichter, finde ich, als der Nightstalk. Da. Oh, jetzt komm ich da nicht hoch, ey. Was ist dieser rote Kreis? Ja, ich hab's verdrückt. Das war ein Luftschlag gewesen. Mhm, solche. Das wären die 2500 Schaden gewesen. Aua. Für dich. Ja. Mit einem Auto-Attack. Da hab ich ins Licht geguckt, verdammt. Geh nicht ins Licht! Au, was? Oh, oh. Oh wow, der eine grüne Kristall ist oben auf dem Berg. Okay, ich nehm mal eine Life-Leech-Potion. Könnt jetzt Life-Leech an ihm.
Achtung, Bein. Ich kam nicht weg. Ich hasse es. Darf ich so einen Attack Speed Dragon abzumachen? Ja, nimm, nimm. Nimm. Boah, jetzt macht er den scheiß Weg wieder. Oh Gott. Oh. Da burns. Nimm mit. Naja. Nimm du. Er erinnert so ein bisschen an die arkanen Laser von Diablo, gell? Mhm. Lass mich rein! Ich nutze wieder Life Leech Potion. Perfekt. Das ist ein rotes Artefakt, Damage. Komm nicht gleich. Hey, da liegt es noch gerade. Ja, ich hab's. Bonus hit next speed. Achtung, er blindwort. Nimm dir rot, da ist er, der Kristall. Kann gerade nicht. Ja, jetzt kannst du. Ah, jetzt ist er gleich weg, dann nehme ich ihn. Die liegen leider nicht so lange. Ich weiß. Ich heil mich mal kurz ein bisschen. Ja. Damage Potion, Stamina Potion, grüner Kristall, den nehme ich mal. Und der Portet? Ja. Wo bist du denn, kleiner Mann, da hinten? Der lässt uns nicht hier. Oh, runter. Okay, zwei Salamander weg. Komm! Alter. Zwei Damage was. Einmal von Jason und einmal den Kristall. Jetzt noch Attack Speed und ich bin glücklich. Oh, oh, mein. Au! Wenn wir die wegtrennen würden, dann könnten sie nicht wenigstens nicht mehr explodieren, aber wir haben noch nicht einen Teil abgeschnitten von ihm momentan. Enrage. Ja, und Kristallschutzschild. Fuck! Ja, warte. Ich hab schon. Hast schon. Life Leech Potion an. Holt alles raus, was er kriegt. Aua. Versuch ihn zu staggern. Wenn er sich dann nicht gerade wegbewegt. Wartet sich. Ja. Komm schon, komm. Staggern. Eins, zwei, drei. Jawohl. Damage. Mehr Attack Speed. Oh, Schild. Ich versuche die Dinger draußen wegzumachen. Ja, das geht doch. Sind schon weg. Ja. Okay. Noch eins übrig. Ist auch weg. Oh fuck. Ich stehe natürlich direkt da, wo der Laser wieder ankommt. Oh. Die. Jawoll. Sister Boy. Self High Five.
A-Rating, wuhu! Ja. Jetzt ist meine Frage, könnt ihr jetzt die Rüstung von dem Hersteller nicht? Weil ihr habt jetzt, nicht, weil wir einfach gerne eine Questreihe haben. Ich war, aber ihr habt schon die Maps dafür, ich weiß es nicht. Kannst du mal gucken. Aber wahrscheinlich nicht. Aber ich mag ihn. So. How can I help you, Slayer? Zack. Nee, Rang 10. Let us talk. Wie ist er? Valomir. Valomir. Also Waffe kann ich noch nicht craften. Ja gut, dann setzt du nicht frei dann wahrscheinlich. Doch! Also, ich hab die Matz nicht. Brust kann ich von Valomir, die Brust kann ich craften. Aha. Die Waffen halt auch wahrscheinlich, oder? Theoretisch. Matz, wie gesagt, die Matz fehlen halt. Ja, ja, aber sie sind im Ja, klar. Ja. Gut. Dann haben wir jetzt den Gegner auch mal gesehen und ja, das war's mit der Folge. Bis dann, haut rein, ciao.